Damit willkommen zurück zu Sweet Transit und der chaotischen Schienenführung hier. Dann machen wir das anders. Das sind alles Personenzüge, ne? Hier. Verkaufen, weg. Verkaufen, weg. Verkaufen, weg. Verkaufen, weg. So. Wie machen wir das? Die nehmen wir raus. Ja. Oder? Lass mich überlegen. Ich brauche die ja nur zum Drehen, ne? Das Depot setzen wir auch um. Ich glaube, das mache ich jetzt auch als erstes. Wenn ich den nur zum Drehen nehme. Stopp. Das raus. Komm, einmal durchklicken. Nein. Scheiße. So, welches Gleis war das? Oder komplette Gleis? Och, nicht schon wieder. Ist doch nicht wahr, oder? So, das. Das geht auch raus. So, das da lang. Du musst. Könntest eigentlich dahin, ne? Wobei. Warte, dich lasse ich erstmal hier. Bangerboy, guten Abend. Wie geht es dir? Dich lassen wir da. Dann machen wir da zu. Dich setzen wir da hin. So. Alle Signale raus. So, das habe ich. Da ist der Bahnhof. Die nehmen wir auch raus. So weit ganz gut. Das freut mich doch. Ich bin ein wenig genervt, weil das nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber da kriegen wir alles schon hin. So, du. Dich brauche ich nur zum Drehen. Machen wir da. So. Eigentlich dahin, ne? So, dann gehst du da rein. Du sollst nämlich nur da zurückfahren. Oder aber da zurück. Oder aber da zurück. Oder aber da geht nicht, okay. Oder da zurück. Verständlich. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt gerade vor der Pause haben wir den Bahnhof umgebaut. Der stand vorher hier in der Ecke drinne. Und ich hatte da nur 3 Gleise und habe jetzt erweitert auf 8. Und dementsprechend
funktioniert das noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Daraus, 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 daraus. Ist nur zum Drehen. Das ist ja nur für die zwei Züge, die von zumindest vier. Die vier Züge, die von oben kommen, die sollen ja auch hier rein und hier wieder rausdrehen. Mehr sollen die ja gar nicht machen. So, Signale rein, damit das getrennt ist. Da auch. So, 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 ne? Mehr soll er hier gar nicht machen. So, jetzt geht's weiter. Dann habe ich gesagt, Depot reiße ich ab, ne? Depot zerstören, auf Wiedersehen. War schön mit dir, brauche ich nicht mehr. Raus. Raus, 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 raus. Das setzen wir nämlich anders. Das Depot, das setzen wir woanders hin. So. Das auch raus, das raus, das. Nein. So, das. Dann können die ganzen Signale, die können hier auch weg. Der muss bleiben. So, dann ändern wir das, das, das. Du kommst von der Kohlemine, kommst du. Dann gehst du da rein. So, da müssen Signale hin, damit das alles schön getrennt ist. Dann gehst du da rein. Da müssten Signale hin. So, dann reißt man die auch noch mal ab. Die setzen wir nämlich genau. Da müssen wir das auch noch mal abreißen. Ist das äußere Gleis, ne? So. Na. Da rein, da hoch, da hoch, da rein. Du fährst da rein, sehr schön. Dann bauen wir das auch noch mal raus. Das auch raus, das auch raus. So, das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Dann die raus. Das kann auch raus, das kann auch raus. Das machen wir alles gleich. Das machen wir alles gleich. Die gehen auch noch mal weg. Das geht auch noch mal alles weg. So. Damit das nämlich alles viel einfacher wird, setzen wir den darüber. Den setzen wir darüber. Auch darüber, ne? Ja. Da rein. Da rein. Das, das, genau. Den setzen wir da rein. Der ist auch so. Dann setzen wir den. Dich will ich haben, dich. Da rein. Die vier sind. Dann müssen wir den noch. Hallo. Da reinsetzen. Den habe ich, den habe ich, den habe ich. Dann können die von da darüber. Müssen aber auch dahin, ne? Einmal dahin. Na, 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 komm schon, gib mir den. Dahin. 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 Hab ich. Den können wir da hinsetzen. Da ist ein Knotenpunkt, der fehlt noch. So. Hab schon jetzt überall
Knotenpunkte, ne? Ich komme von da darüber. Ich komme von da darüber. Und dazwischen habe ich überall Knotenpunkte. Außer da und da. Aber jetzt habe ich, ne? Dann kann ich die auch rausreißen. Das Stück brauche ich nicht. Weil habe ich ja hier. Wobei. Doch, muss ich haben. Muss ich. Ist ja das innere Gleis da. Wie war denn dein Tag? Das ist ja das innere Gleis. Wobei ist das hier auch schwachsinnig, ne? Eigentlich. Was ich hier gebaut habe. Dann ist das ja auch schwachsinnig. Das raus. So, Signale. Trenn, 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 trenn. Du nicht. Trenn, 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 trenn. Einmal, zweimal, das, 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 das. Ist jetzt alles getrennt? Ist jetzt ein eigenständiges, ne? Ist ja alles eigenständig jetzt. So. Dann machen wir das nämlich hier zu. Dann setzen wir da vorne auf Signale, damit die Züge auch raus und reinkommen. So. Hier vor auch. Das können wir abreißen. Dann nehmen wir da die Schienen auch raus. So. Das muss auch noch raus. So. Dann stimmt es doch bis jetzt, oder? Dann stimmt das doch. Da habe ich Signale. Dann machen wir hier zwischen auch noch, damit die fahren können. Damit sie hier nicht blockieren. Dann können wir die tauschen. Müssen wir ja tauschen. Da müssen wir auch. Den können wir rausnehmen. Ja, war gut, habe ich auch. Was heißt denn versucht? Was heißt denn versucht? Dann können wir hier Signale noch hinsetzen, ne? So, dann ist das getrennt. Das sieht gut aus. So, das Depot. Wo bauen wir das Depot hin? Das Depot. Ich würde das gerne irgendwo hinbauen. Wo bauen wir das Depot hin? Haben wir... Da könnten wir eigentlich hier hinsetzen, ne? Wenn wir das hier hinsetzen... Wobei, wir könnten es auch... da oben hinsetzen, ne? Wenn wir das hier hinsetzen, hier oben sage ich jetzt mal, da stört es keinen. Der Zug kommt runter, kann hier direkt drehen, egal wo er hin muss. So, machen wir auch so. Kann ja nur in die Richtung, ne?
kann ja nur in die Richtung. So. Jetzt stimmt doch alles wieder, oder? Ich hoffe es. So, welche Route fehlen? Perso. 4 Züge. Kohlestadt, Kohlelager. Okay. Wir brauchen Perso-Zug. 1, 2, 3, 4. Was ist das denn? Holz, Holz 2, Kohle 1, Kohle 2. Okay. Okay, dann lass uns mal loslegen hier. Holz 1, raus. Holz 2, raus. Kohle 1, raus. Kohle 2, raus. Das habe ich, ne? Was ist dein Problem? Ach, du willst da hoch, dann fahr doch da lang. Kannst du doch auch. Komm mit den Signalen und mit dem Gleisbau nicht zurecht. Sehr kompliziert. Hatte ich am Anfang auch. Aber im Grunde sind die Signale sehr einfach gestrickt, wenn du es einmal verstanden hast. Ich werde dazu aber auch noch ein Tutorial machen. Es ist die kleinen Signale. Hier die Kettensignale. Die nimmst du für Weichen. Hier für sowas hier. Die blockieren nämlich dann alle. Die musst du dann auf alle Seiten auch hinpacken. Von dem die Züge dann kommen, logischerweise, ne? Damit die auch Hand in Hand arbeiten. Und die Gleissignale, die sind dafür da, damit der Abschnitt, den der Zug hat, frei befahren kann. Das heißt, wenn ich hier einen Zug stehen habe, hat er hier ein Gleissignal. Hier ist das Weichensignal, was blockiert, wenn hier irgendein Zug quer durchfährt, genauso wie auf der anderen Seite, ist aber alles frei. Kann der Zug mit dem Gleissignal von hier bis zum nächsten Gleissignal hier durchfahren, ohne dass ich Angst haben muss, dass ein Unfall oder so passiert. Dafür sind die Gleissignale. Weil hast du die nicht, rechnet das Gleissignal die ganze Strecke, wo er hin muss. Also setzt du dazwischen welche, damit er frei fahren kann, so wie hier. Der wartet. Weil, ach. Ah, ich hatte ja Schienen. Ah, ja. Da waren ja noch Schienen. Ich erinnere mich. Stimmt ja. Da waren ja noch Schienen. Da waren ja noch Schienen. Stimmt ja. Stimmt ja. Die müssen wir rausnehmen. Die nehmen wir raus. Können wir das so machen? Ja, können wir. So, die sind dafür da. Hier die Kettensignale. Die sind dafür da, damit diese Weiche entweder blockiert wird, wenn ein Zug durchfährt, oder halt für den durchfahrenden Zug freigehalten wird. Das heißt, wenn einer durch will hier, werden die anderen drei Signale gesperrt. Zumindest in dem Fall 4 Signale. Damit da kein zweiter reinkommt. Setze ich das Gleissignal jetzt hier vor, kann der Zug, der hier ist, bis hier vorne durchfahren. Ohne, dass ihm irgendwas passiert. Den setzen wir dahin, den setzen wir dahin. Das gleiche machen wir hier auch. Hier Kettensignal rein, damit die Weiche gesperrt wird, falls einer kommt. Und das Gleissignal hier hin,
damit der Zug vom Bahnhof aus in beide Richtungen fahren kann. Dann müssen wir hier noch blockieren. Fertig. Das war's schon. Dann könnte ich aber hingehen, dadurch, dass ich da eine Blockade habe. Den habe ich hier. Der müsste eigentlich reichen. Der kommt von da, der kommt von da. Ja, müsste reichen. Siehst du? Jetzt fährt der nämlich auch weiter. Welche Route? Kohlestadt, Persokohle 2. Okay. Persokohle 2. Persokohle 2 einsetzen. Wobei, hatte ich da nicht schon einen? Hatte ich da nicht schon einen drin? Was bist du? Holz 2. Du bist da oben. Du interessierst mich nicht. Was bist du? Kohle 1. Was bist du? Kohle 2. Hier oben war aber auch keiner, ne? Ne. Was bist du? Du bist Kohlelager, ne? Genau. Dann brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Kohlestadt, okay. Kohlestadt, du raus. Bauen. Kohlestadt, Kohle, Kohle, Kohlestadt. Da einsetzen. Raus mit dir. Wenn du's, ich habe sehr lange gebraucht, um das zu verstehen. Ich habe auch auf blauen Dunst am Anfang bin ich hingegangen. Ach komm, wird schon schief gehen, geht auch ohne Tutorial. Wird schon irgendwie funktionieren. Dementsprechend sehen auch meine ersten Let's Play-Folgen aus. Das war katastrophal. Und dann passiert hier sowas hier, ne? Holz 1 und Kohle 1. Das sollte nämlich nicht passieren. Dann müssen wir da irgendwie einen Trenner noch zwischenpacken. Dann bauen wir da, damit das nicht mal wie passiert. Einmal. Zweimal. Döp, 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 döp. Dann machen wir das auf der anderen Seite genauso direkt. So. Wobei, da muss ich die Signale umsetzen, ne? Da muss ich die umsetzen. So. So. Und setzt man die davor, dann reicht das. Jetzt hatte ich einen Zug, den haben wir verkauft, ne? Persokohle, genau. Persokohle. Entfernen, entfernen, entfernen. Den rein bauen Persokohle. War das Kohle 1 oder Kohle 2? Kohle 1. Kohle 1 einsetzen. Und auf Wiedersehen. Und dann fehlt uns nur noch Werkstein, ne? Entfernen. Werkstein. 3. Bauen. Werkstein, Werkstein, Werkstein ist da unten. Einsetzen und auf Wiedersehen. So. Tudut. Da siehst du. Der stellt nämlich jetzt um, dass der hier frei durchfahren kann. Alle anderen sind auf Rot. Und wenn er durch ist, macht er auch wieder auf Rot. Bis der nächste kommt. Ganz einfaches Prinzip. Du bist ja mit dem Laden. Du funktionierst auch. Du fährst jetzt da rein, dann kannst du nämlich durchfahren, ne? Dann kannst du durchfahren, genau. Siehst du jetzt, pass auf. Die sind alle auf gelb.
Der wird hier vollgeladen. Würde ich jetzt hier eine Weiche reinbauen, würde die Ampel dann für den ersten Zug auf Rot gehen und für den anderen dann auf Gelb. So. Holz kriegen wir, wobei Holz ist echt Mangelware, ne? Stein, Kohle. Ich mache Minus. Ja, wieso mache ich denn Minus? Weil ich zu wenig Arbeit habe. Was ist denn hier los, Leute? Was ist denn euer Problem jetzt hier, hä? So. Keine Straße. So, bitteschön, jetzt hast du eine Straße. Wasser fehlt dir auch. Sollst du kriegen. So, bitteschön. Wobei ich könnte den auch noch dahin bauen, dass er dann darüber fährt, ne? Du fährst darum. Ach, ich habe kein Holz mehr. Ich habe ja kein Holz mehr. Alter, was ist denn hier los? Okay. Das funktioniert noch nicht so wirklich, wie ich mir das gedacht habe. Die Signale sind dafür da, damit solche Sachen nicht passieren. Ist auch kein Zwischensignal, ne? Damit. Schön. Schön, Tapa. Sehr schön. Ja, welchen hau ich denn jetzt raus? Da die Signale muss ich wegnehmen. Die müssen auch weg. Dann nehmen wir die alle weg. Die nehmen wir auch weg. Die nehmen wir auch weg. Die nehmen wir da drin, nehmen wir auch weg. Die nehmen wir auch weg. Ah, Scheiße, die können auch weg. Dann blockieren wir die ganze Dinge. Ah, sehr schön. Ist aber auch blöd, ne? Ich hätte den auf 4 gleich. Kuddelmuddel, ja, Kuddelmuddel ist untertrieben. Welchen Zug nehme ich jetzt weg? Was ist das? Holzlager. Ja, komm. Raus. Du fährst da rein. Ich müsste hier eigentlich das gleiche Prinzip machen wie drüben. Du fährst da lang. Du fährst runter, ne? Gehe ich von aus. Du kannst nur runterfahren. Wo willst du hin? Du bist ein Personenzug. Raus mit dir. Du fährst runter. So, lass mich überlegen. Du kommst von da, da rein, da rein, da, da, da. Du kommst von da, aber. Das Gleis fehlt. Das kommt hier nicht rüber. So. Blockieren, blockieren, blockieren. Dich nehmen wir raus. Dich nehmen wir auch 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 raus. Dann ist das ganze Ding nämlich blockiert. Für den Zug, der drin ist. Dann kann ich die auch rausnehmen. Ist doch jetzt komplett frei, ne? Ja.